Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Was wird es denn hier, wenn es fertig ist? Fragt das Känguru. Ich gehe doch bald mit meiner Band auf Tour, sage ich. Und ich will ein bisschen mehr machen als nur Gitarre spielen und singen. Mehr so eine Performance, mehr so... Wie nennt man das nochmal? Kunst. Ja, genau. Und so willst du auf die Bühne gehen? Fragt das Känguru. Ja. Außer den Patronengurten ziehst du nichts an? Nee. Und die lässt du da so? Naja, entweder so oder hier so rum. Aha! Sagt das Känguru und kneift die Augen zusammen. Ich kann gar nicht hingucken. Das ist gut, dann so. Mit was hast du dich da eingeschmiert? Rohöl. Tatsache. Sagt das Känguru. Und was hast du in den Wasserspritzpistolen? Rohöl, sage ich. Falls jemand bei den Mitsingen-Teilen nicht mitsingt. Oder falls sich einer von der Band verspielt. Ich rücke mein Kostüm zurecht. Boah, ruft das Känguru. Lass doch mal den Patronengurt. Ich schalte den Betonmischer aus. Und du glaubst, das kommt gut an? Fragt das Känguru. Jetzt will ich dir mal was sagen, erwidere ich mit erhobenem Zeigefinger. Generationen von Künstlern vor mir haben gesoffen, geflucht, gehurt, Köpfe von Fledermäusen abgebissen, Gitarren zertrümmert, in Fässern gehaust, in öffentlichen Toiletten gewichst, mit Minderjährigen geschlafen, sich die Ohren abgeschnitten. Und zwar nicht zuletzt dafür, dass ich mich aufführen kann wie ein infantiler Geisteskranker und die Leute das Schulterzuckend mit dem Satz »Er ist halt ein Künstler« quittieren. Kleinkünstler, sagt das Känguru. Schluss mit Kleinkunst, schreie ich. Das wäre auch eine gute Inschrift für deinen Grabstein, sagt das Känguru. Ich seufze. Na was? Fragt das Känguru. Hast du nicht auch schon manchmal das Gefühl gehabt, dass du etwas Besonderes bist, frage ich. Jemand Tolles, jemand Außergewöhnliches? Ja, sicher, sagt das Känguru. Wer hat das nicht? Aber dieses Gefühl ist Quatsch, sage ich. Das wird uns nur von der Wohlfühlindustrie eingeredet. Nee, sagt das Känguru. Ich bin wirklich etwas Besonderes. Aber ich nicht, sage ich trotzig. Ich bin der Einzige auf der Welt, der nichts Besonderes ist. Das Känguru blickt mich sorgenvoll an. Was ist nur los mit dir? Fragt es. Ach, seufze ich. Ich glaube, ich kriege meine Midlife-Crisis. Mit Ende 20? Fragt das Känguru zweifelnd. Pah, murre ich. Was weißt denn du schon, wie alt ich werden will? Naja, schön und gut, sagt das Känguru und blickt im Zimmer umher. Aber hättest du diese Sauerei nicht draußen veranstalten können? Spinnst du? Frag ich. Was sollen denn die Leute von mir denken?